Hallo Trainer und willkommen auf meinem Kanal. Ich habe vor im heutigen Video den ein oder anderen Gegner mit meinem Geradax zu überraschen. Und zwar hat das Ding ein ziemlich cooles Moveset. Erstens Dunkelklaue, eine sehr starke Sofortattacke. Dazu Strauchler und Donner. Das heißt, wir sind in der Führung gegen Flug-Pokémon abgedeckt. Wir sind gegen Sumpex oder andere Wasser-Pokémon abgedeckt und auch gegen Trombo können wir zumindest mit der Sofortattacke Schaden zufügen. Vielleicht ist das ein bisschen spannend, dieses Team. Trombok ist ein Stichwort. In der Führung sind wir durch unsere Ladeattacken nicht optimal dagegen aufgestellt und auch mit unserem Flunschlick nicht. Ich wollte aber nicht immer das andere Flunschlick spielen, deswegen wollte ich euch dieses hier nochmal zeigen und in Gedächtnis rufen, hey, es gibt ja noch die normale Version davon. Und ja, der Plan ist auf jeden Fall, vielleicht das ein oder andere Pokémon zu erschrecken, denn Geradax ist nicht so geläufig und ich hoffe, dass meine 5 Gegner in diesem Set nicht unbedingt Bescheid wissen, was das Ding drauf hat. So ein Donner in Pelipper, Donner in Nocta, Nocta, richtig. In Noctu, das wäre geil. Das sind Sachen, die ich sehen möchte und ich hoffe, du auch. Falls du wegen solchen coolen Sachen auf meinem Kanal bist, lass doch gerne einfach ein Abo da, es würde mich sehr freuen. Und ich starte jetzt, ich bin gespannt. Was glaubst du? Kann ich mit Geradax was reißen? Ich hoffe es zumindest. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Set und let's go. Ich hätte eventuell Geradax auch in der Backline als Closer spielen können. Denn ich bin da jetzt nicht in der Führung optimal aufgestellt gegen sowas wie Bolterus. Aber wir schauen einfach mal. Knogger. Unsere Ladeattacken, so ich aus der Nachbearbeitung hier, ich habe keine Ahnung, woher ich so müde bin und warum das sein musste, aber egal, viel Spaß. Fortattacken verursachen, bitte, du gehst drauf mit einem Schlag, komm schon, bitte geh einfach drauf. Digga, fast, aber es war so nice, es war zu nice. Holy Macaroni, den Donner hat er nicht erwartet. Das ist geil. Geradax, mein Freund. Was ist denn mit dir kaputt? Absolut krass. So. Und du überlebst das noch? Hey, vielleicht können wir hiermit so tun, als hätten wir noch einen Donner. Bekomme ich ein Schild? Das wäre geil. Tatsächlich. Und wir gehen raus. So. Noctu ist am Start. Was passiert da? Was willst du einsetzen? Knochenkeule oder deine höchstwahrscheinliche andere Attacke? Schattenknochen. Du spielst bestimmt... Ja, Schattenknochen. Top, ich resistiere alles von dir. Mein Freund, du machst nichts. Du hast keinen Bock mehr, ne? Geradax hat dich zerstört. Und dazu Noctu in Kombination. Die zwei Normal-Pokémon, da willst du nichts mehr machen. Da willst du einfach nichts machen. Geradax, was ist los? Wo kommst du denn her? Aus welchem Loch? Wie geil war das denn jetzt? Ich habe schon häufiger und auch mit großer Leidenschaft so Pokémon gespielt, die man nicht immer auf dem Schirm hat und von denen man vielleicht das Moveset nicht kennt, gerade für sowas. Gerade für solche Situationen. Er wechselt rein, Donner Fast One-Shot. Das ist geil. Rex Blizzer. Das ist jetzt nicht optimal. Gar nicht gut. Das Ding zerstört mein ganzes Team. Du zerstörst mein komplettes Team, mein Freund. Wer von euch hat dran gedacht, dass es das hier auch gibt? Ich tatsächlich nicht. Ah, das ist schwer. Das ist gerade sehr schwer. Okay. Geradax ist zwar extrem witzig jetzt gerade. Ich muss aber auch gestehen, das hält jetzt nicht viel aus. Und ich weiß nicht, wie ich dich loswerden soll. Es sei denn, ich bekomme ein Schild. Danke. Das war wichtig und richtig. So, du denkst vielleicht, ich habe geködert. Habe ich aber nicht. Ich werde dennoch schilden, weil ich jetzt wahrscheinlich den nächsten Schild von dir bekomme. Oder? Falls nicht, verursache ich trotzdem ein bisschen Schaden und wir schauen einfach mal. Ich muss gucken, wie ich dich besiegt kriege. Ah, ich farm dich gleich einfach mit Noctu runter. Ich glaube nicht, dass du da noch eine Attacke schaffst. Geradax kann auch hier gar nicht so schlecht abschneiden, finde ich. Der Schaden war schon gut. Der Schaden war gut 1. 2 geh einfach drauf. Perfekt. Das ist gerade super wichtig. Zubiris hast du. Warte mal eine Sekunde, mein Freund.
Hast du hinten noch ein Pokémon, das ebenfalls eine Schwäche gegen Noctu hat? Was könnte das sein? Ein Kampf-Pokémon vielleicht? Vielleicht ein Meditales? Die Möglichkeit besteht. So, wir machen noch eins, zwei und gehen raus. Zack, wir zeigen dir zwar unser letztes Pokémon, ist aber nicht tragisch, das war zu erwarten. So, mein Freund. Ich habe damit gerechnet. Das Nette ist halt, dass ich im Gegensatz zu dem anderen Flunschlick hier keinen Stahltypen habe. Das wiederum bedeutet, deine Konter sind nicht effektiv, sondern nur neutral. Aber der Eishieb, den du jetzt wahrscheinlich einsetzt, der wird mir Schaden verursachen. Oder Steigerungshieb. Das wird auf Dauer mit Noctu nicht gut. Das wird bei Noctu nicht gut. Wobei ich aber auch sagen muss, ich habe einen kleinen Energievorteil, weshalb ich hier, falls du gleich noch einen Steigerungshieb einsetzt, nochmal einen Ladungsstoß schaffe. Warte mal. Wie kommst. Ah, ich habe ihn ready gehabt. Man hat den zeitgleich danach, ne? Das wusste ich zum Beispiel nicht. Aber du musst einsetzen, sonst setze ich dich weiter unter Druck. Das ist gerade wichtig und richtig. Du kannst mich jetzt hier gleich besiegen. Wenn das nur ein Steigerungshieb ist, überlebe ich das und dann habe ich Move ready. Ansonsten Eishieb tanke ich nicht mehr. Oh, ich überlebe sogar noch einen Konter und du setzt ein. Dann hätte ich doch einsetzen können. Ja, warte mal. Falls ich Move Ready habe, würde ich dir den drücken, weil du sonst zu viel Schaden verursachst. Das ist aber gar nicht so verkehrt. Komm schon, lass das eine Rückkehr sein. Ich würde gerne eine Rückkehr schilden. Weißt du was? Dann besiege ich dich jetzt einfach. Du willst nämlich wieder Energie holen, das lasse ich nicht zu. Dein Militales geht gleich durch Sofortattacken drauf, weshalb Noctu auch hier wieder glänzen kann. Und ich muss zugeben, auch diesmal hat mir tatsächlich Geradax gut gefallen in der Führung. Wir haben fast dieses Rex Blizzard besiegt. Ich meine, es war auch Krypto. Dadurch hat es mehr Schaden kassiert, aber ansonsten. Ich glaube, ich muss neu starten. Da musste ich jetzt tatsächlich neu starten. Das habe ich ziemlich oft, dass dann einfach dieser Bildschirm schwarz ist und man in der Zeit dort nichts drücken kann. Sumpex, bist du zufällig auf den Strauchler eingestellt? Ach, eine Aquabitze von dir verursacht schon fetten Schaden. Die wird mir schon wehtun. Aber ich besiege dich mit einem Schlag. Gar keine Frage. Gar keine Frage. Wie viel Schaden machst du? Wechselst du jetzt raus? Ich mach noch eins, zwei, drei. Auch gegen dich kann ich hiermit sehr effektiv arbeiten. Was tust du? Was tust du? Okay, das heißt 1, 2. Alles klar. Ich lasse mich jetzt draufgehen. Schwierig, ehrlich gesagt. Oh, ich überlebe das. Dann lasse ich das Ding nochmal zum Abfangen über. Dann lasse ich das für später zum Abfangen nochmal am Leben. Dich besiegt ebenfalls eine Attacke von mir. Ich hätte deinem Sumpex gerne den Move gedrückt. Ich hätte es gerne getan. So, 1, 2, 3, 4. Wartet da. Hey, ich glaube, du hast ein Flug-Pokémon. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass du mit Sumpex schwach gegen Pflanze bist. Hier mit schwach gegen Pflanze. Und dann noch ein Pokémon hast, das schwach gegen Pflanze ist. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich lasse das durch, ich überlebe das. Und wir schauen mal, wie es hier weitergeht. Ey, was habe ich denn gemacht? Das war falsch. Warum? Was war jetzt mein Plan? Was war jetzt mein Plan? Wisst ihr es? Nein, ich auch nicht. Ich tatsächlich auch nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gemacht habe. Ehrlich nicht. So. Ich kann zumindest hiermit Schaden verursachen. Zack. Okay. Eine Matschbombe darf ich auf keinen Fall durchlassen. Die wird mich nerven. Von daher. Warum ködert man hier? Warum ködert man hier? Wenn du das hier durchlässt, war es der Köder auf gar keinen Fall wert. Überhaupt nicht. Okay. Das heißt, eins. Wow, was tue ich jetzt? Ich werde das jetzt hier schilden. Ist es schon wieder? Okay. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich fahre jetzt einfach komplett runter. Wenn das jetzt die Matschbombe ist, dann drehe ich aber am Rad. Es kann doch nicht sein. Noch eine Flora-Statue. Vielleicht hast du nur eine Attacke.
Vielleicht hast du wirklich nur einen Move. So, du bist jetzt bei 1, 2. Ich glaube, du brauchst eine Sofortattacke, bis du die nächste Ladeattacke hast. Und ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt. Das heißt, 1 und rüber. Nein, du hast doch vorhin schon mehr gemacht. Ah, das war meine Chance, mein Freund. Das war meine Chance. Du hast doch gegen Geradax mehr gemacht oder bist du direkt nach 5 rausgegangen? Ja, das wird nix. Bist du nach 5 Attacken rausgegangen? Ich weiß es tatsächlich nicht. Bei 5 oder bei... Hast du eingesetzt und bist direkt raus? Ich glaube, das war so. Weshalb ich mich jetzt hier auch bei einer Sofortattacke verzählt habe. Ja, ich glaube, du hast 5 Attacken gemacht, Aquabitze, und bist direkt raus. Ich glaube schon. Deswegen konnte ich jetzt hier auch nichts abfangen, weil du noch nicht die Attacke hattest. Ja, okay. Okay. Geradax, Tromborg. Nicht geil. Aber wenn du meine Sofortattacken siehst und deine anschaust, gehst du vielleicht raus, weil ich resistiere deine Attacken. Ich resistiere deine und meine sind bei dir sehr effektiv. Interessant. Der Move ist neutral, der macht... Okay, es geht, das kann man eigentlich ausspielen. So. Dir drücke ich einen Donner und dann gehe ich wahrscheinlich in Flunschlick, oder? Oder Noctu will ich hier noch nicht opfern. Noctu ist meine Rettung im Verlaufe dieses Matches. Interessant und sehr schwierig, ehrlich gesagt. Du, es ist nicht nice. Ah, warte mal, das war vielleicht doof. Du kannst doch nicht hiermit und mit deinem Dings schwach gegen Flug sein. Tromborg Meditalis, hast du da noch eine Antwort? Gerade hatte der Gegner in Form von Bisaflor auch eine Antwort auf Pflanze. Hast du hier auch eine? Eine Antwort auf Flug? Vielleicht ein Stahl-Pokémon, wo ich dann meinen Flunschlick noch gebraucht hätte? Habe ich mich jetzt hier in eine doofe Situation manövriert? Warte mal eine Sekunde. Vielleicht auch nicht. Ich habe den Wechsel. Ich habe den Wechsel zwar nicht, aber einen Schildvorteil. Und dann müssen wir gleich mal schauen, ob man damit nicht was erreichen kann. Ich farm dich runter. So, mein Freund. Was holst du rein? Ja, okay. So, das heißt, du bist jetzt bei 2. Ah, es ist nicht gut für mich. Das ist gar nicht gut. Nee, du tust mir weh. Ich habe zwar noch Schilde, aber ich kann deine Sofortattacken ja nicht schilden. Was nicht cool ist. Geradax ist so ein geiles Pokémon und ich hätte Dings nicht opfern dürfen. Ich hätte mein... Flunschlick wäre so gut gewesen gegen dich. Flunschlick hätte dich zerstört und das war auch... Ich hatte den richtigen Gedanken, ne? So. Ich hatte tatsächlich den richtigen Gedanken. Wie konnte ich das nur vergessen? Oh! Interessant. Wie konnte ich das nur vergessen? Dass du... dort einfach irgendeine Antwort gegen Flug haben musst. Wie konnte ich das doch nur vergessen? Es ist gerade super nervig. Ah, schwierig. Sehr, sehr schwer. Aber ich gebe nicht auf. Einen Move von dir kann ich wahrscheinlich nicht überleben. Von daher müssen wir mal schauen. Ich erreiche höchstwahrscheinlich auch nicht noch 2 Attacken. Was nicht cool ist. Lohnt es sich, mit einem Move zu ködern? 1. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube nicht mal, dass sich hier ein Köder lohnt. Richtiges Attackentiming habe ich gerade auch nicht drauf, weil ich nicht mitgezählt habe. Ich habe mal wieder deine Attacken gezählt und nicht meine. Und auch ohne Köder hätte das hier nicht mehr gepasst. Ja, damit hätte ich rechnen müssen. Geradax kann da gar nichts für, das war jetzt mein Fehler. Ich hätte damit rechnen müssen, dass du irgendeine Antwort gegen Flug hast. Ah, schwierig. Sehr, sehr schwer. Wir schauen weiter, wir schauen einfach weiter. Geradax gefällt mir trotzdem. Kollege, was kannst du? Was hast du mit, mein Freund? Geradax gegen Pelipper. Deren Donner drücken wäre geil. Das wäre fett, oder? Komm schon. Komm schon, Zimmer ist weg. Wo sind hier alle Wasser-Pokémon? Und ich verliere den Gleichstand. Nervig, aber nicht tragisch. Was tust du, mein Freund? Lässt du das danach einfach durch? Meteorologe macht schon was. Bitte lass es durch. Bitte lass dich one-shotten. Geradax mit seinem Donner. Come on, come on, come on, come on. Geh drauf. Und tschüss. Nice. Sehr geil. So, mein Freund.
Das war doch richtig und wichtig. Ich lasse mich jetzt auch drauf gehen. Aus dem einfachen Grund, dass ich später mit Noctu hier rein möchte. Jetzt zeige ich dir noch meinen Strauchler. Was ja auch mega nice ist. Sind wir mal ehrlich. Bam. Schild bekommen. Noctu kommt rein. So, Sofortattacken sehr effektiv. Deine neutral. Und es sieht ja nicht schlecht aus. Ich kann auch getrost die erste Attacke durchlassen. Falls er auf die grandiose Idee kommt, mit Steigerungshieb zu ködern, will ich das nicht schilden. Es ist ein Eishieb. Macht aber nichts. Ich setze nicht direkt ein, falls er rausgehen möchte. Ich schilde jetzt ebenfalls eine Attacke und ich muss hoffen, dass ich sein letztes Pokémon besiegen kann. Okay, wir setzen immer noch nicht ein. Okay. Ich habe das richtige Flunschlick gegen dieses Flunschlick, oder? Ich glaube schon. Ich bin nämlich schneller bei den sehr effektiven Bodenattacken als er. Er braucht Erdbeben, ich habe aber meine Schlammbombe schon wesentlich früher. Was natürlich sehr schmackhaft ist. Die Frage ist, ob der Kollege hier ködert oder nicht. Falls er ködert, sieht's nicht optimal aus. Das sieht dann echt doof aus für mich. Wenn das das Erdbeben ist, fühle ich mich tatsächlich pudelwohl jetzt gerade. Perfekt, da kommt meine Attacke. Jetzt muss ich hoffen, dass ich die nächste Attacke vor seinem Erdbeben habe. Ansonsten reicht aber gleich auch schon ein Spukball aus. In Kombination mit diesen effektiven Sofortattacken. Ah, das ist wahrscheinlich das Erdbeben. Nicht tragisch, meine Freunde. Ich gehe dann gleich einfach auf Spukball. Überlebe ich das? Nein. Warum auch? So, das heißt 1, dann setzen wir ein. Spukball könnte tendenziell schon ausreichen, um diesen Gegner hier den Garaus zu machen. Ich würde mich drüber freuen, oder? Ja, es reicht. Und dann drücken wir dir noch einen Himmelsfeger. Und das müsste doch hoffentlich ebenfalls ausreichen. Oder hätte ich ja auch noch auf den Spukball gehen müssen. Spukball hat den Stab nicht, dieser Move hier auf jeden Fall. Vielleicht reicht's, aber ansonsten macht's die nächste Sofortattacke unperfekt. So, meine Freunde. Alles klar. Geradax zimmert einfach dieses Pelipper weg. Hat am Anfang das Quaxo ordentlich unter Druck gesetzt. Und das ist halt das Geile. So ein Überraschungs-Pokémon kommt schon gut. Wie hat's dir gefallen? Schreib es mir in die Kommentare. Würde mich darüber freuen. Hast du es selber schon gespielt? Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr feine Geschichte. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Wirklich jetzt. Gerne einfach ein Like da lassen zur Not und ein Abo. Das Ding war jetzt eigentlich nicht teuer. Ich glaube zum Hochpushen, boah, wie viel hat das gekostet? Ich glaube nicht allzu viel. Obwohl doch, das Ding ist auf Level 40,5, ne? Das hat schon ein bisschen was gekostet, aber die zweite Attacke war zum Glück, lag nur bei 1000 Sternstaube. 10.000? 1000? 10.000? Jetzt weiß ich gerade nicht. 10.000 haben die Attacken, glaube ich, ne? 10.000, 50.000, 70.000, 90.000. Ich glaube, so war das. Und das Ding ist halt sehr, sehr günstig. Wie gesagt, lass mich von deinem Geradax-Feedback wissen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ja, hau rein und ciao.